Moin miteinander und hallihallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zum Landgut Altenhof im Landwirtschaftssimulator 15. Mit dabei heute der Relocotus. Ja, hallo. Die Trucker Lady. Hallihallo. Der Topper. Huhu. Der Manikus. Hallo. Der Detlef. Hallo da. Und der Alterspräsident Darcy. Hallo zusammen. So, und wir müssen jetzt gerade hier aufpassen, dass der Topper das auch ordentlich macht. Deswegen stehen wir hier alle dusselig in der Gegend rum und gucken, wie er den Baum seziert. Ja. Nein, nicht alle. Nicht alle. Nein, das Komische an der Sache ist, dass der Baum nicht weniger wird. Ja, das ist wirklich seltsam. Ich freue mich darauf, wenn ihr das Ding gleich verladen werdet. Da werde ich dann auch mal ein bisschen Maul auf den Fall haben. Also das muss ich ja mit so einem Spiel teilen. Also das Verladen, das ist kein Problem. Aber das Zerschneiden von dem Baum, das ist das Problem. Ja, das haben sie top umgesetzt. Ja, das ist... Ja, ja wir ja, hoffen ja noch darauf, dass irgendwann demnächst... Was ich ganz witzig finde, ich habe den Baum entastet, schneide einen Ast, oder was sagt diese anderen Äste, schneide einen davon ab und dann kommen die anderen wieder. Was? Das sind Zauberäste, das sind Zauberbaum. Ja. Da wächst alles nach. Da wächst alles. Das war nicht schlecht, wenn du endlich am Anfang das da im Baum ein bisschen, ne? Du weißt schon. Ich glaub, aber das ist fertig. Wie im richtigen Leben. Du rasierst dich und die Scheiße kommt immer wieder. Ja. Ja, das ist. Vielleicht solltest du einmal Hess wachsen nehmen. Das haben wir probiert. Aber. Da hast du einen Monat, hast du keine Probleme. Au! Aber große Schmerzen vor dem Monat noch. Ja. Der Mann kennt sich da aus. Du wuchst ja da nichts mehr. Nee, das nehmen doch die Frauen für die Füße. Für die Füße, genau. Die Füße, ja. Ach, wenn die Jäger einer Frau so wenn's, Jahre, ja. Wenn sie Schweißfüße haben, brauchen sie das. Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Haben wir hier irgendwie Schnellvorlauf an oder sowas? Nee, nix. Nee, steht auf 1. Weil das hier schon nachwächst. Ja, weil wir so lange mehr. Ja. Hier, Leute, also mal ab auf die Felder und Rabotti, Rabotti. Geht das so, nicht hier? Wir haben jetzt 44.000. Wie viel haben wir denn da jetzt noch im Lager? 36.000 haben wir noch. Das wird sich nicht verkaufen. Ja, bin schon dabei. Natürlich verkaufen, aber das wird sich trotzdem nicht ausgehen. Ah, der Bürgermeister kommt. Pst. Da vorne. Ja, alle Christdemokrat, die Sau. Ey, beleidigt doch nicht unseren alten Mann. Hey, ich denke, das bin ich. Ne, du bist nicht der Älteste. Seit ungefähr, warte mal jetzt, puh, jetzt muss ich rechnen, auch nicht, was haben wir denn heute? Heute ist Samstag, gestern war Sonntag, vorgestern war Montag. Du hast eine komische Rechnung. Ja, ich hab's auch gerade gedacht. Ja. Seit zwei Tagen ist unser Darcy der Älteste von unserem Bauernhof. Das haben wir ja immer noch nicht geklärt. Ja, genau, das haben wir ja immer noch nicht geklärt. Wer jetzt wirklich der Alterspräsident ist. Ja, ich bin ja in Wirklichkeit bin ich der Jüngste hier. Also wie, was tut denn der da? Der fährt unseren. Hey, hallo, du kannst den in unseren Hühnerstall da niederführen. Hallo? Doch, kann ich schon. Ja, ich hab's nicht gemerkt, dass du das kannst. Schaut euch das an. Jetzt ist der ganze Zaun da kaputt. Jetzt kommt der Gockelhahn da raus. Der Gockelhahn. Dann können wir wenigstens niederführen. Ja. Aber ist euch das schon aufgefallen, dass man den nicht mehr hört? Außer du stößt dir eine zu ihm. Sehr froh. Das ist gut so. Richtig angenehm, oder? Ja. Weil ein 13er, der hat ja ein Programm gemacht. Sag einmal, Topper wird das einmal irgendwann einmal was. Ja, der ich hat hab den Baum jetzt zerlegt. Ja, du hast überhaupt nichts zerlegt. Der schaut genauso aus wie vorher. Nee, aber wie war das eigentlich, wir gerade hier... Wollte nicht jemand irgendwie Giants mal besuchen und denen was erzählen? Von uns hier? War mir nicht so, Relocotus, wolltest du nicht irgendwie zu denen hinfahren? Ich wollte zu Giants fahren, nein. Nein, wolltest du nicht? Mach ich dort. Ich dachte, du wolltest die mal besuchen und denen mal was erzählen. Naja, also, man, der Locotus hätte da die Wahrheit sagen. Er ist zu Giants hingefahren und ist mit der Trucker-Lady nach Hause gekommen. Okay. Manikus, das habe ich deinem Vertrauen erzählt. Oh, Scheiße, ich wusste, da war doch irgendwas. Scheiße. Das kann mal passieren. Ups. So, jetzt geht die Gerüchteküche los. Was für eine Küche?
Also der Baum wird irgendwie nicht weniger. Also von mir. Bist du immer noch am Baum? Der Baum ist fertig zerlegt, den muss ich jetzt bloß noch aufladen. Schatzi, aber der Baum schaut immer nur so aus, wie du ihn umgeschmissen hast, ehrlich jetzt. Nee, also, eben ja, du nicht. Kannst das dann bei mir im Video anschauen. Ja. Du siehst es so und ich sehe es anders, das ist blöd. Ja, deswegen ist das scheiße. Nee, aber das der ist Postbote. Aber mehr als wie scheiße. Sag mal, was sind das überhaupt für Baum da? Kennt sich da einer aus? Ich glaube auch, ja, der, was Pflanzen weiß ich hier, ein Buche oder so. Ist das eine Buche oder was? Auf jeden Fall sieht sie noch sehr vollständig aus. Ja, das hier, wie siehst du eigentlich den Baum? Der ist doch noch gar nicht. Vollständig, ja. Ja. Also, ja. Toll, ja. Ich sehe zwar die Dings, was du abgeschnitten hast, also die großen Teile sehe ich, ja. Aber das sind überall nur die Äste drauf. Ja, jetzt haben wir 59.000, jetzt kaufe ich mal den Anhänger. Ja, kaufen Sie das einmal. Ich bin nur gespannt, wie du das verladen wirst, wenn man so den Anhänger da kann. Tu ihm aber gleich zurücksetzen, dass er gleich da ist. Bitte. Jetzt brauchen wir nur meinen Traktor, gell? Sollen wir den Rest verkaufen, der noch drin ist, oder? Nee, glaube ich, gehen wir kurz hier los. Gut. So, und jetzt bräuchte ich mal einen Traktor hier. Mein kriegst du nicht. Ja, was? Nee, meinen auch nicht. Der Vater, bist du geschaut. Habt ihr das jetzt gesehen, wie der sich da auf die Kurven lassen tut? Ja. Also der ja. Vettel ist ein Dreck. Achso, der Lumputus kommt ja gerade leer, dann wird's ja den nehmen. Ich hätte eben wieder fast gesagt. Sprich dich aus, doch, sprich dich aus. Ja, bevor du den Weg. Hallo? Ja, weil der Vettel ist ein Dreck dagegen, der Vettel ist sowieso Dreck. Nö, nee, das Auto ist Dreck, nicht der Vettel. Mir kann keiner dazu, dass die innerhalb von einem Jahr das Auto fahren verlieren. Naja. Bitteschön. Da. Und jetzt schauen wir sich auch wieder top, dass sie da blöd ausstehen. Meine, also schöne Grüße an alle Vettel-Fans, aber ich kann dem Typen nicht aufs Fell gucken. Okay. Da ist mir sogar Michael Schumacher sympathischer. Ja, ich kann dem eigentlich ganz gut leiden. Dafür mag ich und da werden jetzt einige dafür hassen, aber das ist mir wurscht. Ich mag den Rosberg und den Hamilton absolut nicht. Ihr sprecht von Leuten, die kenne ich gar nicht. Hast nichts verpasst. Formel 1 ist nur dazu gut, damit du am Sonntag am Mittag Schlafen machen kannst. Ja, es ist perfekt zum Einschlafen. Da, jetzt schauen wir uns das von der Traktorperspektive an, wie der Doppelter verloren wird. Das wollte ich mir ja eigentlich auch mal angucken. Will ja, man hier einer weitersehen? Ne, lass steht das klumpert und komm her. Ja, ich meine, lass den Trecker stehen und komm her, nicht das klumpert, wollte ich gar nicht sagen. Tut sowieso den Baum mit den Äste aufladen, ich bin gespannt, wie. Jetzt hat er gar nichts an. Na, da tut irgendwie nichts. Das muss ich mir angucken. Das schaut irgendwie witzig aus, was der da tut. Vor allem, wie ruckartig sich da. Tust du mit Tastatur und mit Maus Doppel oder tust du mit deinem. Ich komm schon, oder? Okay. Jetzt ist er voll lauter Schreck, weil der Doppel kommt und du da weggesprungen, glaub. Das hier fällt mir über den Haufen. Ja, da kennt man nichts. Das ist wieder mal ein Rasen. Was ist denn hier los? Papa? Du kannst doch nicht die Bäume mit Ästen verladen. Ja, das versuche ich mir die ganze Zeit schon zu erklären, aber er sagt, er hat keine Äste da drauf. Also. Ja, also dann halluziniere ich wahrscheinlich. Also es wäre gescheiter gewesen, wenn es gleich einen ganzen Baum da drauf ging, hättest du ohne in Osten. Das schaut zumindest gleich für mich aus. Ja. Das ist ja total blöd. Also das ist ein Bug, das geht ja gar nicht. Also echt jetzt. Bug würde ich jetzt nicht unbedingt nennen. Also wenn da irgendeiner mal vom Chance da zuschauen wird, schaut sich das einmal an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das getestet wurde, weil sowas fällt ja auf, oder? Ja. Jetzt echt ja. Aber. Mir freut mich, was das Schlimmste ist, wenn er die Bäume, die Stämme da getroffen hat mit dem grünen Zeug, dann sieht man ja gar nicht mehr. Nee. Vor allen Dingen, das Hauptproblem liegt ja daran, jetzt stell dir vor, ich möchte so nett sein und das, was ich nicht bin, aber nicht gesetzen Fall ich wär's. Und der jetzt mit denen zum Sägewerk fahren, ich kann mir da keine 5 Meter weit. Ja. Weil die ganzen Äste, die täten mir das alles wieder rollen da. Ja, ist die Frage, ob die tatsächlich vorhanden sind oder ob die jetzt. Nee, sieht sie wahrscheinlich nicht. Na, für den Doppel ist alles normal, oder? Also ich sehe keine Äste mehr. Das Problem war gewesen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Äste weggemacht habe ja, du und meinst, irgendwas abgeschnitten, nee, kann ich eben nicht, weil auf meinem Controller X ist bei mir aussteigen hier auf diesem Ding. Deswegen. Was?
Ist ich wieder mit einfach durch. Lohn einfach den Baum auf. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr eigenartig aus. Ja. Das ist wirklich eigenartig, ja. Ja, also jetzt sind gerade wieder Äste verschwunden hier. Ja. Das ist seltsam. Alles sehr, sehr seltsam. Das ist eine total komische. Das ist also. Ich muss weiterarbeiten hier. Sehr komisch. Detlef, komm, lass uns weiterarbeiten hier. Oder ich bin fertig mit Grubbern. Du bist fertig? Okay. Ja, hast du das andere Feld auch schon gegruppert, wo die Tracker. Achso, der hat die Tracker schon angesehen. Ja, dann schnappt ihr die. Da steht noch eine Sämaschine auf der linken Seite. Kein Grad nicht, ich bin beim Autowaschen. Aber hier ist noch ein bisschen was zu tun auf diesem Feld. Okay, Tracker Lady, dann hätte ich mal gesagt, wenn du möchtest, kannst du auch kurz einmal Topper zuschauen. Wie schön der das macht. Also er macht das schon sehr professionell, das sieht richtig gut aus. Aber es sieht halt mit diesem Baum sieht das sehr seltsam aus, wenn da noch die ganzen Äste dran sind, die ja eigentlich da gar nicht mehr dran sind. Ja, es liegt eigentlich nicht an einem Topper, sondern die Scheiße ist, wir haben jetzt alles voller Äste und der Baum ist eigentlich nicht entastet und er lohnt es aber auch. Ja. Es schaut total. Naja, also für uns sieht es nicht entastet aus. Topper hat es ja entastet. Ja. Eigentlich. Sag mal, wissen das, wenn ich deinen Trakt jetzt wegnehmen tue, dann kannst du da nicht mehr weiterarbeiten, oder? Ganz Topper? Genau. Echt nicht? Probieren wir aus. Ich hab das ja noch nie ausprobiert. Nee, da sitzt. Ey! Okay. Sitzt da oben und wir. Naja, okay. Das geht doch nicht, da kann doch nicht ohne. Strom, nee, Strom brauche ich ja nicht, auch die Kurbelwelle. Nee, aber wenn die Ölpumpe muss da betrieben werden. Ja, aber wenn ich aussteige, bewegt sich da keine Ölpumpe, weil der Motor aus ist, da geht gar nichts mehr. Das ist sehr realistisch. Ja, der hat einen sehr leisen Motor, wenn ich nicht. Ein Elektromotor. Wahrscheinlich. Hybridfahrzeug. Solarbetrieben, na gut. Aber an dem Ast, was du gerade hier wegbringst, da ist noch ein Vogelnest, da sind Eier drin. Ja, jetzt ja, aber noch wenigstens was zum Armbrot. Ansonsten gibt's doch hier nichts. Echt. Na gut, okay, wir sind da jetzt nicht zum Schmähfinden da, wir sind da zum Arbeiten. Also nehmen wir mal den schön gewaschenen Traktor. Also ist denn das Frontgewicht da unten eigentlich? Und nehmen wir einen, gedüngt wurde ja noch nicht, nehme ich mal. Nein, gedüngt wurde noch nicht. Na, dann und hier muss noch jetzt ungefähr ein, ja, ich sag mal so ein Drittel des Feldes muss noch gesät werden. Ah, meine Liebe, das hast du mir den Traktor geklaut. Ich hab den gerade gewaschen. Ja, Opa, du tust ja nichts arbeiten, also muss ich arbeiten, ne? Er hat die ganze Zeit super geschafft hier. Also, Leute, jetzt mobbt man nicht den armen Detlef. Der hat wirklich geackert wie eine Hafennutte hier. Immer. Im Gegensatz zu euch. Ja, drum immer hat er ja angeschafft, ne? Ja, also ihr steht die ganze Zeit da und haltet Maulaffenfeil. Aber glaubst du, kann ich meine Folge so nennen? Detlef die Hand. Nein, das sagt man nicht. Na, vergiss es. Detlef geht anschaffen. Nee, Detlef geht anschaffen. Nee. Er ist halt so ein Spruch, dem, also zumindest bei uns in der Gegend sagt man das so. Bin hier am Ackern wie eine Hafennutte. Ja, arbeiten wie eine Sau oder so, gell? Ja. Es gibt viele Sprüche. Also ich bin ja gespannt, ob der Topper das in der Folge wieder es gar nicht mehr schaffen, dass man das sehen muss, wie viel den Baum kriegen. Aber jetzt im dritten Mal, ne? Also dritter Versuch. Wer ist nun der Ältere? Jo, Jahrgang. Einfach mal den Jahrgang. Ich bin 63er. Ich auch. Ja, aber was für ein Monat? Jetzt wird's hier interessant. Jetzt wird's interessant. Ja. Na sag, na komm, na mach, na sag, na sag, na komm, na mach, na mach. Na ich sag, habe vor meiner Zahl eine 0. Ja, das ist schön. Nee, und ich habe eine 1 vor meiner. Dann also, bin ich älter. Ja, also ja. Bist du der Alterspräsident. Also ist Detlef der Alterspräsident. Dann haben wir das jetzt auch mal geklärt. Ich will aber kein Präsident sein. Präsidenten sind scheiße. Präsidenten sind schön, Detlef, das ist super. Alterspräsident. Ja, wieso muss ich denn hier ackern, wenn ich Präsident bin? Präsidenten arbeiten nicht. Ach, guck mal, ein Lokotus. Stimmt allerdings auch wieder, ne? Ein Tasi, der nichts arbeitet. Nein, ja. Wer stand denn hier unterm Baum und hat sich versteckt? Aber, wenn kein Schlepper frei ist. Sag einmal, Lokotus, bist du nicht das gewohnt, dass der Tasi nichts arbeiten tut? Warum? Ich hatte gearbeitet. Du, mir ist mittlerweile wurscht. Er ist nicht mehr mein Angestellter. Naja, ich hab mal, das sagen wir jetzt doch, dass das kommen wird. Monikus?
Hier bei der Arbeit? Ja. Was? Soll ich die Sämaschine wieder auffüllen? Ja, weil ich habe 9% drin. Ja, das wäre recht angenehm, wenn du das machen würdest. Ja, es kostet Geld, deswegen frage ich. Ja, wir haben eine, haben wir ja noch, die voll ist. Wir haben genug Geld, kannst du ruhig anfüllen. Was sagt der Pleitegeier? Wir stellen einen Dreck mit Anhänger. Beschmeißt mich hier mit Dünger. Aua, wenn du möchtest. Ups, so steckt es mir dran. Ich habe genug gearbeitet. So. Mir tun die Knochen auch weh. Dezent, da ist von der Ferne, sehen wir jetzt den Dr. X. Juhu! Ja. Ich werde mich hier hinterm Bahn immer sehen. Diese Jungspunde, nie haben sie Geduld. Immer sind sie am Rasen hier über die Felder. Es muss immer ratzfatz soll das gehen. Topper, was treibst du da eigentlich? Damit wir schnell zu Gott kommen. Alles lade den Hänger. Also für mich sieht das aus wie ein Blumenbinder mit einem Kragen. Blumenbinder mit Kran, okay. So. Aber liebe Freunde, wie das mit dem Topper zu Ende geht, also wie es mit ihm überhaupt zu Ende geht, das werdet ihr in dieser Folge garantiert nicht mehr sehen. Sondern dann irgendwann demnächst mal. Und wie es überhaupt mit diesem alten Hof hier weitergeht. Wir verabschieden uns, bedanken uns für die Aufmerksamkeit, dass ihr alle eingeschaltet habt und seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss.